Ja, hallo, liebe Dampfmaschinenfreunde. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir haben wieder eine schöne kleine Dampfmaschine von der Firma Bilesco fertig bekommen. Das ist eine alte D10 aus den 90er Jahren, wird die sein. Ja, die haben wir jetzt komplett neu aufbauen müssen. Ihr kennt mich ja, ich habe momentan so ein Faible fürs Gold, für Schwarz. Wir haben das Kesselhaus wieder hitzebeständige Farbe schwarz lackiert. Den Schornstein natürlich auch. Diesmal alles so mit ein bisschen edlen Hutmuttern. Soll ja mal so ein bisschen Sondermodell werden. Ja, wir mussten den Zylinder austauschen, weil der war irgendwie, ja, der wollte nicht mehr so richtig verschlissen. Keine Ahnung, was der Vorsitzende damit gemacht hat. Haben wir einen neuen oder einen gebrauchten anderen reingemacht, weil es muss ja vernünftig funktionieren, ne? Sonst kann ich die Maschine nicht abgeben, ihr wisst das ja. Ja, wir haben natürlich wieder so ein schönes Regelventil eingebaut, weil ihr wisst ja, die kleinen Maschinen kann man nicht regeln. Die schnurren nur vor sich hin. So, wie ich auch mal sage, vom Firma Regner, das Heißdampföl, das mache ich immer gern auf die Lager, dass alles so ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen leiser läuft. So, die Männchen, wie gesagt, sind nicht dabei beim Verkauf. Die kriegt ihr immer im Internet bei eBay oder eBay Kleinanzeigen, müsst ihr nur eingeben, LGB-Männchen. Manchmal sind mehrere drin, dann kriegt ihr mal 10, 20 Stück auf einmal oder mal 5 auf einmal. Da müsst ihr gucken. Ihr müsst so ungefähr rechnen mit 3, 4 Euro pro Stück. Das ist halt so, und wenn ihr Glück habt. Aber viele wollen auch für einzelne Figuren 6, 7 Euro, 8 Euro habe ich auch schon gesehen. Da müsst ihr halt Geduld haben, öfters mal reingucken. Ja, so, wir haben natürlich wieder so ein Wattepad. Ne, das sind so Wattepads, sind das. Kann man sich überall holen. DM oder müsst ihr eure Mutti fragen, die weiß das. So, jetzt wollen wir auch die schöne Maschine mal laufen lassen. Wie gesagt, ist ganz schön geworden. Ihr seht, das ist ein Altmodell. Da haben natürlich eine schöne alte Metallpfeife noch drauf. So, jetzt wollen wir auch mal anfahren. Ja, das Schöne ist halt, ihr könnt sie jetzt regeln, ne? Ich habe das schon so oft bei meinen Videos erklärt, und wie ich das so umbaue. Und ne, ja, ich kann so Maschinen nicht rausgeben ohne. Weil deswegen sind die meist auch verschlissen, weil die laufen dann nur volle Pulle. Und könnt ihr euch ja vorstellen, wenn da richtig Feuer gemacht wird, der Kessel, der war ganz schön verrußt. Also wir mussten hier wirklich, haben hier viel Arbeit mitgehabt. Ja, der Kessel ist jetzt blitzblank, das muss alles funktionieren. Vernünftig entkalkt, Schauglas muss sauber sein. Nehmt bitte destilliertes Wasser, und wenn ihr fertig seid, Pfeife ab, Sicherheitsventil ab, und dann Wasser raus. Immer rumdrehen, Wasser raus, bevor es weg. Und wenn ihr es wegstellt, lasst bitte die Löcher auf, dass da ein bisschen Luft zirkulieren kann. Ne, Wasser richtig raus und dann wegstellen und auflassen. Auch wenn es nicht schön aussieht, wenn ihr meint, wenn es in der Vitrine steht, lasst es auf. Ihr tut euch da nur einen Gefallen mit. Weil wenn ihr mal alles drin lasst oder die Feuchtigkeit bleibt drin, der gammelt euch von innen durch. Ist nicht so schön, ne? So, wie gesagt, guckt euch das schöne Modell an. Alles mit edlen Hutmuttern, alles schön poliert. Aggregatplatte, wie gesagt, ich habe immer so eine Art, wie ich die dann restauriere, ne? Gold, die Grundplatte wird von beiden Seiten vernünftig in Gold. Das ist so Hammerschlag Gold ist das. Sieht richtig edel aus. Ihr habt da so einen schönen Effekt oben drauf. Wie gesagt, das Kesselhaus und das andere wird alles matt schwarz gemacht. Natürlich hitzebeständige Farbe. Das muss ja auch halten, ne? Da muss man schon aufpassen. So, jetzt habe ich natürlich vorsichtig alles zusammengebaut. Wir wollen die Grundplatte noch ein bisschen trocknen lassen. Das dauert immer 1, 2, 3 Wochen, bis die ein bisschen ausgehärtet sind, ne? Deswegen schraubt man alles nur ganz vorsichtig drauf. Und meist, bevor ich sie dann rausgebe, wenn sie verkauft ist, dann ziehe ich die noch ein bisschen fester an. Weil das drückt sich wirklich hier, weil die Bleche sind so scharf, kann ich, das drückt sich hier richtig rein. Da muss man halt noch aufpassen, ein bisschen aushärten lassen. So, ihr seht ja, wie schön langsam die duckert. Könnt ihr mal ein bisschen mehr aufdrehen. Ja, ihr seht, wenn die so schnell läuft, das ist ja Wahnsinn, ne? Das macht doch keinen Spaß. Man kann ja auch nichts antreiben mit, wenn das nur volle Pulle rennt. Deswegen machen, also da haben wir jetzt genug Arbeit gehabt. Denkt nicht, ich kaufe das Ding günstig ein, mach da ein bisschen was dran. Also hier haben wir richtig Arbeit gehabt. Normal lohnt sich dieser ganze Aufwand ja nicht. Aber gut, ich habe noch Spaß dran. Ist so ein kleiner Zeitvertreib, ne? Weil es muss wirklich alles abgeschliffen werden. Es wird ja alles entrußt, sauber gemacht, poliert. Dann, wie gesagt, ihr müsst die ganzen Schräubchen mit den Scheibchen, ihr müsst ja alles kaufen, ne? Und dann ist meist noch, wie gesagt, Aggregat kaputt, dann ist meist dies kaputt oder es fehlt meist der Kreisel. Ne? Ja, so ist das.
Alles klar. So, wie gesagt, die werde ich gleich auch bei eBay Kleinanzeigen mal anbieten. Das schöne Schmuckstück ist wirklich richtig edel geworden. Da habt ihr Unikatmaschine. Ich habe ja schon D22er verkauft in der Art. Der D20 ist schon raus. Ich habe selber jetzt gerade D24 elektrisch fertig gemacht. Auch sehr edel geworden. Gut, die D32, mir kennt ihr auch in der Art. Und ich finde, es kommt immer sehr gut an. Also mir gefällt diese Art sehr gut. Und wenn man das wirklich alles gut behandelt, dann hat man da Leben lang was von. Ich werde nachher noch, wenn das alles schön trocken ist, nochmal die Grundplatte schön polieren. Das mache ich immer, da ist die schön, schön glänzend und glatt, die Oberfläche, ne? Muss man schon machen. Die Dekostreifen sind von außen draufgeklebt. Viele sagen immer, ja, man könnte das doch draufkleben, dann nochmal Klarlack drauf machen. Kann jeder so machen, wie er möchte. Ich habe damit keine Probleme. Der Streifen hält, der geht auch nicht ab. Wenn ihr natürlich euren Brennschieber, der nagelneue Brennschieber, war natürlich keiner dabei. Den legen immer viele gerne hier hin. Was passiert dann? Ist der Lack kaputt, weil das wird ja so heiß hier unten drunter. Und wenn ihr das hier drauf legt, habt ihr euren Lack kaputt. Ne? Also nicht auf die Grundplatte legen. Ihr könnt da gerne Figürchen draufstellen oder irgendwas, aber stellt nichts Heißes drauf. Der Lack geht euch kaputt, das brennt hier schön rein. Und dann habt ihr die schöne Lackierung. Muss nicht sein, ne? Pfeife geht perfekt, die schöne alte Metallpfeife. Auch selten, kommt man nicht mal so dran, die alten Dinger. Meist sind immer diese Metall mit Kunststoffhebel, das ist, aber da halte ich alles nichts von. Wenn ich noch sowas reinkriege, hier war natürlich ein alter roter Hebel dran. Der war auch schon ein bisschen angeschröckelt. Den haben wir jetzt abgemacht, deswegen haben wir jetzt zwei Schwarzhebel montiert, weil wir haben das Regelventil eingebaut. Da mache ich die Hebel immer selber alles. Und wie gesagt, habe ich das schon mal erklärt, dann kommen so kleine Kerben rein auf den und dann werden die draufgeschoben mit der Zange richtig fest, dass die nicht wieder abgehen. Da kommt noch ein bisschen Sekundenkleber drauf und dann halten die. Also ich habe noch keinen gehabt, wo das mal abging. Vielleicht die ersten, ganz, ganz ersten, die ich mal damals gebaut habe, weil ich noch nicht diese Kerben reingemacht habe, wenn man die draufschiebt, ne, auf diesen Griff. Aber seitdem, wunderbar, nichts mehr gehört, nur Gutes bis jetzt gehört. Und wie gesagt, wenn ihr mal irgendwas habt, könnt ihr euch immer melden. Wie gesagt, ist ja mein Hobby. Ich stehe zu meinem Hobby, wenn irgendwas ist. Aber deswegen testen wir das ja alles. Wir lassen sie ja ordentlich laufen. Das testen wir alles aus. Ja, ich kann sie mal von allen Seiten mal zeigen, weil das kommt ja doch nicht so rüber. Aber ich finde, ist sehr schön geworden. Die sieht natürlich unten drunter genauso aus, ne? Weil ist eigentlich ganz simpel. Grundplatte wird komplett abgeschliffen. Dann wird die fachmännisch, entweder wenn ein bisschen Rost drauf ist, kommt Rostumwandler drauf, ein, zwei Tage, dann zieht das schön ein. Dann wird das alles schön abgeschliffen, schön grundiert. Und hier kommen immer so lange Schrauben rein. Ach nee, das glänzt nur so, die Oberfläche glänzt so. Ja, hier kommen so lange Schrauben rein, dass die unten rausgucken, oben rausgucken. Und dann müsst ihr euch vorstellen, die Grundplatte schwebt quasi in der Luft. Und dann könnt ihr halt schön von beiden Seiten lackieren. Dann braucht ihr auch nicht anpacken, dann packt ihr nur an den Schrauben an. Da dreht er so rum, macht erst die eine Seite, dann wieder rumdrehen. Das geht wirklich wunderbar. Nur die Vorarbeit ist wichtig. Vernünftig abschleifen, grundieren, wie gesagt, ne, staubfrei sein. Oberfläche sollte sauber sein, nicht, dass ihr irgendwelche Körner, Dreck drin habt. Das sieht nicht schön aus. Gut, gut. Ja, ihr seht, wie schön sie läuft. Wir lassen sie noch ein bisschen tuckern. Wie gesagt, wir werden sie ausgiebig testen. Ich hatte vorhin schon einen Testlauf. Wir haben mal leider festgestellt, dass das Aggregat, das war leider verschlissen. Kann ich so nicht rausgeben, mache ich auch nicht, möchte ich auch nicht. Und da kommt dann anderes drauf. Dann kann man die ganzen Zylinder hier, kann man alles ablöten. Dann kommen hier neue Zylinder drauf. Ist ein bisschen Fuckelei, aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, man muss nur aufpassen, dass man die Löcher und die Bohrung nicht verstopft. Ne, gerade mit den Lötzinn, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich mache das schon so lange, ist dann kein Problem. Ne? Gut, gut. So, ihr hört so ein bisschen klackern. Ne? Jetzt könnte man das dicke Öl drauf machen, dann geht das auch weg. Macht nur kein dickes Öl in den Zylinder rein, hier in den Kolben rein. Da reicht, wenn ihr ein kleines Tröpfchen Bilesco-Öl reinmacht, das reicht. Ne? Beim Anfahren ein, zwei Tropfen, drei Tropfen, das reicht. Und dann schnurren die eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch ganz wenig Feuer nur, weil ich wollte nur ein bisschen vorführen. So, soll reichen mit dem schönen Video. Ich finde, es schön geworden. Wenn euch die Maschine gefallen hat, Daumen hoch. Also mir gefällt sie sehr gut.
Aber ich kann mir nicht alle irgendwo hinstellen, das geht nicht. Ich habe da Spaß bei, das Ding fertig zu machen, dass er wieder so aussieht, dass da wieder jemand mit spielen kann oder sich irgendwo schön in die Vitrine stellen kann. Und wie gesagt, Wattepad ist dafür da, weil wir haben eine ganz kleine Schale hier, eine Wasserschale, und das klappt ganz gut. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr mit dem Wattepad sogar noch alles ein bisschen auswischen. Habt ihr gleich wieder alles sauber. Naja gut, nochmal danke Michael für deinen Tipp damals mit dem Wattepausch oder Wattepädchen da, die es da gibt. Ist schon eine prima Sache, ne? Gerade bei so kleinen Dingern, die ja nicht so eine Schale haben, wo das Abwasser reingeht. Naja, gut, gut. Dann sage ich mal bis zum nächsten schönen Modell. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Ich gucke auch ab und zu mal rein. Ich kann nur nicht jeden Tag da oder stündlich da gucken, ob irgendeine Frage gestellt hat oder was. Das geht nicht. Wenn ich was mitkriege, antworte ich gerne drauf. Und dann sollte das klappen. So, euch ein schönes Wochenende. Bis die Tage, euer Tüftler.